Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Rennen in Mexiko und ohne weitere Zeit zu verlieren, gehen wir auch gleich direkt ins Rennen. Ich wollte hier nur kurz noch was gucken. Wie überhaupt, das habe ich noch vorhin beim Qualifying vergessen zu gucken noch. Wie das überhaupt nochmal aussieht, ja, das sollte halt. Also meinst die ganzen drei Rennen. Okay, los geht's. Wenn ich nicht was vergessen habe, hoffentlich, habe ich glaube nicht. Es ist Zeit für den großen Preis von Mexiko. Das Rennen, bei dem Honda 1965 seinen allerersten Sieg holte. Der Amerikaner Richie Ginter gewann damals von Startposition 3 aus. Aber wie werden sich die Honda-Maschinen dieses Jahr schlagen? Red Bull hat hier in den letzten Saisons starke Ergebnisse abgeliefert, also können sie ihre Serie unter Umständen fortsetzen? Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der Glückspilz startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt: Russell, Verstappen, Pierre Gasly und Leclerc. Stroll, Hamilton, Tsunoda und Daniel Tigte. Bottas, Matsushita, Esteban Ocon und Giovinazzi. Eilert, Aitken, Wang Yuzhu und Roy Nissany. Latifi, Mick Schumacher, Ricardo und Nikita Mazepin. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Ja, wieder mal freie Bahn, nachdem ja Monza ein bisschen, ja, schlechter war auf jeden Fall mit Platz 5 gerade mal. Wenn das, ja, war Platz 5. Aber gut, das war auf jeden Fall eine Traumrunde, die ich dann noch in der letzten Runde gedreht hatte, im letzten Moment. Und natürlich muss heute eigentlich das Sieg möglich, also Sieg ist sowieso möglich, aber umsetzen wird das Problem sein. Man muss es mal umsetzen, bevor man sich heute Rennsieger nennen kann. Denn es gibt da vor allem einen Verstappen, der definitiv was gegen unseren Sieg dagegen hat. Und ich denke auch ein Norris würde gern mal gewinnen, der jetzt von der ersten Start 3 mit mir eben starten wird. Und auch Gasly will bestimmt selbst mal gewinnen, um noch seine WM-Hoffnungen jetzt aufrechtzuerhalten, der durch sein Pech auch schon sehr Punkte liegen gelassen hat, dadurch eben in Frankreich mit dem Motorschaden und so weiter und so fort. Ja, die Strategie mal gucken. Soft, Soft, Medium oder Soft, Medium, Soft. Oder Soft Hard, naja, nee, wir machen schon eine 2-Stop machen. Aber mal sehen. Los geht's. Der Start, die werden wir aber eh vermasseln, das weiß ich jetzt schon. Weil wer der oder auch hier den Windschatten spielen müssen. Weil ich ja niemanden vor mir habe, der mir den geben könnte. Obwohl, oh, no, es kommt gar nicht gut weg. Oh, Verstappen, der schießt an alle vorbei. Ja, da ist er schon Erster. Aber no, es hat ja einen grauenhaften Start gehabt. Jetzt kann ich mir aber immerhin den Verstappen-Windschatten holen. Also gucken wir uns mal den Start von Norris an. Ich habe schon gedacht, meiner wäre schlecht. Wieder mal. Aber Norris, der kam ja gar nicht weg. Das sah ja meiner wie ein Raketenstart aus. Aber Verstappen hat einen Raketenstart wirklich gehabt. Der ist von 4 auf 1 Grad. Eieiei. Guckt euch diesen Typ an, Alter. Wie der da vorbeischießt an allen anderen. Hat er noch den Windschatten von mir ein bisschen. Ja. So kann man auch von 4 auf 1 kommen, natürlich. Gerade Verstappen, mein längster Rivale. Ich ist gerade vorne, aber ich bin nah dran. Ich beim Anbremsen kann ich hier was machen. Und Gasly ist auch noch dabei, der ist auch hier außen. Der hat auch schon einen Norris so mehr oder weniger überholt. Da rechts sind wir und Verstappen. Da vor Norris ist der Russell. Aber wenn Gasly am Ende Glück hat, kann er sogar an uns einen vorbeifliegen, weil er außen ist. Da kann er vielleicht ein bisschen später bremsen. Mal schauen. Muss aber aufpassen. Oh, stich da ihn rein. Oh, Berührung mit. Wer war das? Das war über Leclerc. Oh! Oh, Berührung und da ist der Leclerc, der Russell weg. 2:32 sind wir gerade. Yeah. Was war denn das? Ja, da ist Schuld. Hab da. Also das war. Wer war denn das? Das war ein ganz. Also guckt das, wir gucken uns das mal in der TV-Kamera an. Guckt euch das an. Was ist denn das hier? Ich muss ja abkürzen, weil der Leclerc. Das guck ich mir auch mal an, kurz, Leclerc. Ich war ja da vorne. Na.
Er lenkt auf mich ein, aber man muss sagen, er hat auch noch den Norris dahin neben sich. Da ist er vielleicht noch ein bisschen mehr Platz nach links, aber das kann man auch nicht immer so gut einschätzen, natürlich, wie viel Platz man hat zu irgendwem. Also ich habe davon extra noch ein bisschen abgekürzt hier, um eben nicht noch mehr zu berühren. Leclerc hat nur gut aufgepasst, aber jetzt kommt das hier mit Russell und Gasly. Da gab es schon die erste Berührung, aber der war jetzt nicht so folgenschwer und ja, okay. Aber da trifft natürlich Russell die Schuld. Ah, und da und oh, das wird ein 60er geben. Ja, und was macht der? Was macht der Russell, Alter? Junge, fährt er rückwärts? Ja, ganz groß, das ist ja ganz, das ist ganz schlau, was man machen kann. Also, es gibt Heftiger, hundertprozentig. Weil es sich hier alles staut. Guck mal hier von der Kamera an, ja. Wie das sich dreht, voll fast 360 Grad geschafft. Dann fährt er rückwärts. Ey, guck dich mal an. Der hier, der Lance, das Tor, der muss ja sogar schon so mehr oder weniger ausweichen. Weil der Russell rückwärts fährt. Und da könnte es doch richtig krachen mit. Vielleicht sogar tickt dem aus der Bremse noch rechtzeitig. War es eine chaotische erste Kurven? Das waren nur erste Kurven, nicht mal erste Runde. Da wird bestimmt heftiger geben, oder? Ja, da ist es schon draußen. War so klar, wie die losbrühe. Eieiei. Das können wir auch nochmal an kurz. Was der da noch gemacht hat. Und, das ist der Lärm. Das ist Tsunoda. Da ist der Russell. Okay. Ah, okay, der Ghost zum Glück. Hätte der denn sonst. Oh ja, die hätten sie. Der hätte den Tick dem voll abgeschossen. Wenn er nicht geghostet wäre, zum Glück. Ja, dann fährt er. Ja. Okay. Okay. Ja, was eine verrückte erste Runde. Deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Es gilt wie eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Aber eigentlich nicht vielleicht für eine vielleicht mögliche Einstopp-Strategie. Das holt nicht deutlich die Reifen natürlich. Das FCK. Mal schauen. Ich könnte es ja nicht überholen, aber Safety halt. Aber Gasly hat einen Monsterstart gehabt. Der ist auch von 5 auf 2, Verstappen von 4 auf 1. Also die beiden von 4 und 5 auf 1 und 2 jetzt. Beide sind sehr gut weggekommen. Ja, ich habe immerhin alles in Grenzen gehalten. Bin am Ende Dritter immer noch, immerhin. Überhole. Ja, gut, ich war wahrscheinlich weiter zurückgefallen, war gerade. Ja, Leclerc, Russell in der Box, dann ein McLaren in der Box, ein Alfa Romeo in der Box. Die haben Schaden. Ja gut, das Russell, Schaden davon getragen hat, ist mir fast schon klar. So wie der da den Pierre berührt hat. Aber der McLaren und Alfa Romeo scheinen auch irgendwie Schaden davon getragen zu haben. Ich weiß nur nicht. Ah, okay, der McLaren muss ja wohl. Wer fährt nochmal McLaren jetzt, haben wir. Matsushita, muss ja Matsushita sein. Weil Norris auf 4 ist und der Alfa Romeo. Ja, das gucke ich mir mal kurz an. Können ja nur Aitken oder Schmick sein. Das gucke ich. Haas? Nisseni? Ist er gerade in den Punkten? 3, 4, 5? Nein, 12. Da ist Nisseni. Nicht schlecht, Nisseni. Nicht schlecht. Russell, das ist der gute Matsushita und das ist Aitken. Okay, Aitken war's. Nicht der gute Mick. Immer die Safety Car hinterher fahren. Das nervt. Es wird doch immer noch eine reinfahren, weil immer noch nicht alle aufgeschlossen sind. Leider.
die Reifen schön auf Temperaturbrücken. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was sagen soll, um ehrlich zu sein. Der 67er ist halt wenig Action, da gibt es keine Wummern, über die man kommentieren kann, nichts. Darum rede ich jetzt gerade so wenig oder sag kaum was. Weil ich einfach wirklich nicht weiß, was ich jetzt nur sagen kann, außer jetzt das, nämlich dass es knapp war gerade, Gasly. Ich werde da fast jetzt reingekracht, weil die jetzt so langsam wurden. Ja, trotzdem, ich sei nicht langweilig nur, ja. Also ich würde gerne diese Runden hin und 60er euch ersparen, aber ich weiß halt nicht, wie man, wie gesagt, Video schneidet. Dann würde ich das sofort wegmachen, das 60er, und würde gleich die Neustadt dann machen wollen. Aber so müsst ihr euch das ganze 60er, aber könnt ihr beim 60er, solange das ist, auch vorspulen. Das müsst ihr euch nicht antun. Wer Zeit hat und es möchte, der kann das natürlich, aber wer nicht möchte, der kann das gerne meinetwegen definitiv vorspulen, bis der Restart kommt. Denn ich muss sagen, ich fahre hier gerade selbst, also ich tue hier gerade was und ich schlafe gerade trotzdem fast ein, weil das so langsam ist und so langweilig. Also der Grund ist, warum ich fast in den Gassikreis reingefahren wäre. Und wir sind alle aufgeschlossen, jetzt lasse ich mal so ein bisschen Abstand, weil die gleich wieder arg bremsen werden. Das weiß ich doch. Ja, da sehen wir es. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Okay, ich werde mal Gasly gar nicht angreifen jetzt. Direkt von so ein bisschen daneben fahren. Ich will ihn vielleicht versuchen, dass er vielleicht auch eine Chance gegen Verstappen vielleicht hat. Warum gibt er den Gas da vorne? Aber keine gute, obwohl. Ja, das hat Verstappen, würde ich sagen, hat Verstappen nicht gut gelöst. Nee, das hat er ganz grauenhaft gelöst. Gasly hängt ihm dran, da können ihn angreifen. Obwohl der Topspeed von Red Bull auch leider zu stark. Sonst komm, wenn ich ins Ziel. Du vor den Kurven vom Gas und lass dich erst etwas vom Luftwiderstand bremsen, bevor du selbst. Schade. Hätte sein können, er kommt davor. Alter, wie sind die denn jetzt gerade aus dieser Kurve geschossen? Aber jetzt habe ich hier ein paar Problemchen jetzt. Mit. Wie hört das Auto ein bisschen mit dem Motorsound irgendwie oder Getriebesound ein bisschen komisch an gerade? So ein bisschen wie Elektroauto oder so, wie E-Scooter oder irgendwie sowas, so ein bisschen vom Ton her. Jemand von einem, also fast, ich hört man es gar nicht, so nach dem Motto. Das Getriebe ist ja sehr abgenutzt worden gewesen, also das kann natürlich wohl daran liegen jetzt. Aber Verstappen kann sich leider absetzen. Bis jetzt aber auch Gasly kann sogar ganz schön 15 Grad rausfahren, also, oh, weit raus. Na gut, ein Fuchtpunkt ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen, aber es ist nicht leicht da gerade zu folgen, sage ich mal so. Wir hoffen, das Getriebe hält aber auch. Nicht, dass wir so in Kanada erleben, aber wo es dann zum Glück wieder vielleicht 60er gibt. Aber ob das nochmal dann passiert, weiß man auch nicht. Ach, komm, komm, komm. Doch, jetzt können wir langsam fahren. Jetzt können die sich nicht mehr wirklich da abfahren, also wegfahren. Aber Gasly kann nebenbei doch mithalten mit Verstappen, glaube ich. Also, ich habe da Vorsprung ungefähr genauso groß jetzt wie er vorher war in der letzten Runde. Also, du absetzen kannst, Verstappen anfängt, oh, ist nicht besonders von Pierre. Aber halt auch das entscheidende bisschen etwas. Eine Sekunde hat er trotzdem jetzt gerade Vorsprung. Das hat nicht zu bedeuten. Der Windschatten kann auch wieder helfen, um wieder näher ranzukommen auch. Dann hätte er ja auch schon bald das DS auch wieder. Wir hätten es stand jetzt auch ganz knapp. Hätte man wieder nicht, wir hätten es nicht, wenn es freigegeben wäre jetzt. Wenn Gasly es allerdings hat, hätte. Also sagt man, Gasly hätte es. Gerade. Ja, also Verstappen kann sich dann nicht so ganz absetzen. Das ist nicht so, wie man es vielleicht denken würde von ihm dann. Aber wir können gerade nicht doch nicht so ganz gut mithalten mit den Jungs. Wir sind da immer noch auch im Defensive gerade, aber trotzdem nicht so leicht dazu folgen. Also Gasly auf jeden Fall näher dran an. Aber Lila trotzdem im ersten Sektor, okay.
Na komm, es geht ja trotzdem die schnellste Runde. Komm, jetzt mal ein bisschen viele frei hochfahren. Vielleicht geht ja die schnellste Runde. Das wird immer ein bisschen näher dran. Auf einmal. Und hier verliere ich so viel Zeit. Aber hab trotzdem das DS abgestoppt, das hilft. Natürlich. Boah, weit raus. Oh, jetzt nicht nochmal diesen Fehler vom Qualifier machen. Nee, hab ich nicht gemacht. Hab das DS. Gasly hat's glaube ich auch. Das hilft, um schon mal wieder näher ranzukommen. Und hab nicht die nächste Runde, obwohl ich 2 Sektor Lila hab. Aber gut, der Weltmittelsektor hat so ein bisschen mein Problem eben auch. Oh ja, Gasly kommt sehr gut näher, würde ich noch sagen. Dazu. Sehr gut über die Kurbs. Nebenbei hat Gasly überhaupt das DRS auf Verstappen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja, es hilft ihm auch immer für ihn da dran zu bleiben. Wieder Lieder auch durch das DRS und dann verbremse ich mich hier. Ja, aber Noel schon ganz gut aus dem DRS gebracht. Der war ja einer der Verlierer am Start, wie wir. Wir sind von 3-1 auf. Von 1 auf 3 und er von 2 auf 4. Also Verstappen und Gasly hat 2 Plätze gewonnen und wir beide von Norris haben 2 Plätze verloren. War so ein bisschen witzig gerade. Haben immer noch das DRS, das hilft. Boah, weit raus, weil ich auf den Körper bin. Weil ich auf den Körper bin, ist hier gut anbremsen. Ja, sehr gut. Jetzt hier kein Fehler machen. Junge, aber auch. Wir hätten, sollten das DS wieder haben. Gasly auf jeden Fall auch wieder zweimal Lieder und wieder nicht letzte Runde. Mann, der Mittelsektor ist so kacke. Also kein Wunder, jetzt habe ich mich auch verbremst nebenbei noch. Und Gasly kommt näher. Oh ja, da hängt er mit dem Getriebe, dem Max. Der will heute auch diesen Sieg. Sehr gerne. Man erkennt sie, Mann. Und es war zum Glück keine Verwarnung gerade. Wobei es gedacht hat sogar eher. Aber Gasly, auch wenn man das DS auf Verstappen hat, kommen wir halt nun mal nicht da näher ran. Und jetzt hängt Gasly wirklich dem Verstappen richtig im Getriebe. Boah, das war zu gierig. Hier sind wir jetzt mal nah dran, aber jetzt kommt die SS. Da bin ich halt nicht so besonders gut. Da bin ich vielleicht in den USA auf jeden Fall noch schlechter als hier. Also wirklich gute Pace habe ich in diesen SS auch nicht, wirklich. Da bin ich so noch ein bisschen näher dran hier als vorhin. Hab sogar auch grün, ein bisschen minimal. Boah, jetzt bin ich ein bisschen in der komische Linie gefahren. Eieiei. Haben wir auf jeden Fall das DS aber. Und Gasly könnte vielleicht mal jetzt den ersten Angriff versuchen. Vielleicht. Oder nicht. Oh ja. Ne, den Angriff wird er nicht geben, aber der hängt ihm jetzt wirklich richtig im Getriebe. Man sieht es da vorne, wie er da womöglich sogar ein bisschen aufgehalten wird jetzt. Ah, oh, okay, meine erste Verwarnung, das war mir fast schon klar, dass es abkürzen war. Aber Noel kann gar nicht mit uns drei mithalten. Also wir drei da vorne sind schon in unserer eigenen Welt. Und wir scheinen beide schneller zu können als Verstappen gerade. Das ist gut für uns. Aber Noel ist schon fast 4 Sekunden weg jetzt. Oh, ja, okay, nicht so schnell hier durch die SS. Das merke ich mir mal. Da sind wir ganz nah dran jetzt sogar mal. Hier noch. Boah, okay, ich lenke jetzt halt ein, das muss ich auch mal jetzt einstellen. Ein bisschen. Ich würde sagen, ich komme eine Runde später als Gassi rein, daher, dass es, ja, dass es eben nicht unfair für ihn ist. No, es kommt jetzt schon rein, okay, wir waren die Reifen schon am Ende, dass es so viel langsamer war als wir. Das Auto hinter dir fällt zurück, eine Lücke bildet sich. Oder versucht einen Undercut, auch wenn ja halt von 4 Sekunden gut weg war, ungefähr. Der Classy ist jetzt schon fast 5 Sekunden weg von uns. Ja. Oh!
Aber Sabu ist hart drauf. Grad. Das ist fast zu gierig. Stroll ist überhaupt wieder sensationell in den Punkten. Mit dem Alpinen. Ist krass, wie viel besser Stroll in dieser Karriere ist als im Mühlife. Echt krass, wie das sein kann. Klar, der Alpine mag wohl besseres Auto als der Aston Martin sein, aber trotzdem. Der Alpine ist jetzt auch kein Weltmeisterauto und der fährt ja gerade auf 5 rum. Na gut, Norris war in der Box, aber dann wäre er immer noch 6. Für den Alpine ist das Weltklasse. Wenn es zum Beispiel in einem unserem Auto wäre, Platz 6. Oh, Verstappen kommt nicht nur noch rein. Wir fahren noch weiter. Damit macht Verstappen vielleicht sogar. Keine Ahnung, was er macht. Also Gasly und wir machen jetzt hier eine schöne. Nochmal weiter, versuchen wir sogar den Undercut jetzt. Den Overcut. Gasly vielleicht. Dann werde ich ihn mal jetzt ohne angreifen, sollte ich die Chance dazu haben. Jetzt soll ich ruhig fahren. Damit ich im Jahr nicht Zeit koste oder wir uns gegenseitig Zeit kosten. Jetzt hat er auch noch Verkehr. Oh ja. Ah, oh, er kommt direkt vor dem Alpine raus. Vor dem Aston Martin raus. Oh, das ist bitter. Das wäre gut gewesen, wenn er noch hinter dem Aston Martin ist gelandet wäre. Da hätte er viel Zeit liegen lassen noch. Schade. Wie viel halten fährt er überhaupt? Fährt er hart oder fährt er nur Mediums oder Soft? Ich weiß es nicht. Das hat schon eine ganz gute Pace. Schon seit er Verstappen weg hat, ist er sau schnell. Wirklich sau schnell. Da ist der. Ist überhaupt gerade abgestaubt? Ich weiß es gar nicht. Oh, jetzt macht er ganz komische Linie mal wieder. Wäre schon gut, wenn ich noch auf das Ziel ist, das DRS absaugen wird, bevor er vielleicht in die Box kommt. Ich denke, Gasly kommt doch jetzt in die Box, oder? Ja, er kommt rein. Wir haben auf jeden Fall das DRS. Sollten wir haben. Wollen wir mal sehen, ob der Undercut geklappt hat. Overcut. Hier kommt für seinen Stop rein. Ja, wir haben das DRS sogar. Stop, perfekt. Box. Ja. Fahren die jetzt alle rein? Ja, die fahren alle rein. Die Frage ist, kann Gasly sich behaupten? Oh, weit raus. Ah, nee, kann er nicht. Oh, der Verstappen hat eher Mist. Ah, er bleibt immerhin vor dem Aston Martin, der gute Gasly auch. Aber eigentlich hat eine 5-Sekunden-Strafe. Okay, eieiei. Aber mit den Softs geht wirklich gar nichts mehr. Verstappen hat nämlich bei Soft, genau wie Gasly, da mache ich einfach mal. Soft will jetzt nicht immer die langsamsten Reifen dann haben, wenn die haben. Das muss ich mir nicht unbedingt geben dann. Schade, Mann, da hat sogar Zeit gewonnen, der gute Verstappen. Das ist nicht so gut. Oh, Verwarnung, weil ja gut, das war ein bisschen Schwung geholt. Muss langsam aufpassen. Das war schon die zweite Verwarnung jetzt. Oh nein! Ich bin zu blöd, die Kurve zu nehmen. Ist das drin? Ist das drin, irgendwie mal vernünftig die Kurve zu nehmen? Ja, wenn ich hier zu spät bremse, ist logisch, dass ich nicht kriege. Ja, wieder zu blöd gefahren. Dann mach ich das hier, aber es klappt immer besser, okay. Ach, das ist deutlich schneller gewesen. Ich fahre jetzt eh in die Box. Die Reifen sind tot. Oh, dann mach ich nur sowas jetzt. Verwendet es Softs, Mediums. Nein, mal lieber doch Softs. Also, ich will jetzt nicht unbedingt langsame Reifen haben. Ich glaube, dass sie da wieder rankommen kann, ist ohne DS vielleicht. Ah, jetzt lassen die sich von der Zeit ausgerechnet. Oh, wie Zeit draußen. Ja, ich bin jetzt weit weg. Auch von Gasly. Aber auch vor dem Aston Martin. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Gas zu treten. Ja, ganz große Klasse. Aber gut, mal sehen, ob wir viel da rankommen können. Wir fliegen ja vorhin schneller zu als die. Als Verstappen. Genau wie Gasly. Mal schauen. Ich glaube, der kommt sogar wirklich näher, der Pierre. Mal sehen, was wir jetzt machen können gegen Pierre. Ob wir auch ins Näher rankommen können an ihm. Und dann verbremse ich mich hier mal wieder. Und mach sowas. Ja, das ist clever. Sehr clever ist das. Eine Kurve so zu nehmen.
Ja, wirklich schneller als Gasly. Aber ich glaube auch Gasly ist schneller als Verstappen wieder. Der kommt da glaube ich ein bisschen näher ran an Verstappen wieder. Wäre gut, wenn er am Defensive landen könnte. Aber wie beim Konstrukteursweltmeister würde ich einfach mal so sagen. Egal was noch passiert so. Boah, das ist mir der fest runter. Oh, das war total dumm, was ich da gemacht habe. Viel zu aggressiv. In die Kurve eingelenkt, reingefahren. Besser gesagt. Und damit völlig zu Recht Lilas roter Sektor, also keine Verbesserung. Ist aber dran am Pierre. Vielleicht können wir das sogar ausnutzen, dass er jetzt halt kein DS mehr auf Verstappen hat, dass wir vielleicht jetzt da ihn überholen können. Wäre eine Option auf jeden Fall. Zumindest. Raus. Boah, es war nicht ganz die Runde, aber ich glaube, die waren nicht weit weg. Das war, glaube ich, von Bottas vorhin auch eine 1.15.3 nur irgendwas. Die finale Runde war jetzt nicht schlecht. Aber jetzt war das zu dumm. Viel zu dumm gefahren wieder mal. Aber wir sind trotzdem der Fenster gerade. Ah, aber jetzt kann Gasly auch nicht mehr so ganz schneller als Verstappen ohne DS, aber er kann mithalten. Er ist auch schon wichtig. Jetzt können wir ihm helfen, wenn wir ihn überholen, dass wir ihm immer das DRS vielleicht geben. Aber versuchen nicht so viel Zeit zu verlieren dann jetzt gleich, wenn wir uns überholen. Wäre schon gut. Wenn ich den Gassi dann so an Verstappen ziehen würde auch wieder. Wenn ich das mal an ihm vorbei bin, der Vampir. Gassi ist noch schnell, und das zeigt sich auch, ich komme mir immer noch nicht wirklich näher. Aber hab das DS immerhin trotzdem abgestoppt gerade. Immerhin auch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das DRS. Sollte ich zumindest haben. Ja, habe ich auch. Das hilft sich mal, um hier auch auf der Ziel näher zu kommen, natürlich wieder. Boah, Alter, wie hat sich denn das jetzt gerade angehört? Ganz komisch. Ah, jetzt hier, komm. Come on. Oh, jetzt, das war sehr gut. Das war sehr gut dadurch. Das sollte mich deutlich von sehr nah ranbringen an Pierre und ja, wie es das tut. Das war sogar deutlich schneller gerade, würde ich sagen. Oh, ich bin auch richtig nah dran endlich. Das hat so lange gedauert, also Gasly war wirklich echt nicht langsam. Das hat wirklich richtig lange gedauert, bis wir da mal richtig in Schlagdistanz waren. Oder sind. Aber jetzt wird eh wieder die SSRs wegziehen können. Weil ich die immer nicht so gut treffe, auch, aber... Wir sind dran, wir haben das DS auch noch hier jetzt abgeschlagen natürlich und mal schauen, was es so geht mit einem kleinen Bock hier gerade drin, leider. Oh ja. Ja, jetzt ist ganz verdammt ein bisschen schneller geworden, aber trotzdem... Ah, trotzdem ist das gut, Mann, schade. Können wir jetzt gegen Gasly was machen? Oder müssen wir uns noch ein bisschen gedulden auf die zweite DS gerade? Ja, ich würde sogar jetzt hier gar nicht mal überholen wollen. Weil das kostet nur Zeit, wenn ich hier versucht hätte. Ich muss da jetzt ein bisschen näher dran sein, wie jetzt hier hoffentlich gleich. Komm, 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 ja, ich bin richtig nah dran. Mit DRS jetzt vielleicht wenig Zeit verlieren, bitte. Oh ja, ich überhole hier gleich innen. Oh nein, das hat Zeit gekostet. Ah, und dann ist Gasly wieder vorbei. Hat er gut gemacht. Ich habe das ein bisschen zu spät gebremst. Zu spät gebremst, ja. Ah, ich hätte es außen versuchen sollen. Kann man hier das nicht besser sehen? Nee, das sieht man gar nicht. Dann muss er von Gasly sich sehen. Zeigen. Ich wollte es innen versuchen, aber dann habe ich viel zu spät gebremst. Viel zu... Ah, krass. Man kann es nochmal sehen jetzt. Ja, wie ich hier einfach bremse von Gasly Sicht, oh zack. Einfach viel zu spät, ja.
Und Gassi nutzt es aus. Dass wir es nicht auf die Reihe bekommen haben, durch die zu bremsen. Und Verstappen lacht sich dadurch ins Fäustchen. Weil er weiß, dass ich schneller bin gerade und dass ich vielleicht schneller könnte als Gassi dann. Oder näher rankommen könnte auf jeden Fall auch. Ich habe auch schwer irgendwie dran zu bleiben auf der Ziel und dann irgendwie einen Angriff starten zu können. Ich bin zufällig eingelenkt eigentlich, aber macht nichts. Ja, ich bin okay dran, aber halt auch nicht wirklich nah genug, um auf jeden Fall hier überholen zu können. Aber ich kann immerhin deutlich näher rankommen wieder. Kann jetzt vielleicht wieder die wird dann besser machen. Ich bin wieder dran auf jeden Fall trotzdem. Da sieht man mal, wie stark der ist auf jeden Fall ist. Ah, oh, das ist nicht gut gemacht. Ah, Mist. Chance vertan, würde ich sagen. Ist, ah, ich kann mir nicht vorbei, aber Gassi macht es aber gut. Ich habe meine einzige Chance bisher massiv vertan. Da hätte ich es besser machen können, sollen, müssen. Die Außen vielleicht. Ah, oh, nee, klappt ohne wirklich. Ich bin auch sogar hier jetzt diesmal dran, bis auf 7 Zehntel. Ich hole mal über eine Sekunde weg und habe fast die Kurve nicht getroffen. Ich kann vielleicht sogar auf der Ziel noch vorbei, wenn ich hier jetzt deutlich näher dran bleiben kann. Was sogar so mehr oder weniger danach aussieht. Oh, ja, wird näher dran sein, aber reicht das? Das sieht eigentlich ganz gut aus. So nicht mal 6 Zehntel ganz. Das DRS ist ja sehr stark, wie man hier sieht. Oh ja, jetzt muss ich es wagen und versuchen. Oh, außen rum vorbei. An Pierre, ohne viel Zeit zu verlieren, genau. Sehr gut, hat kaum Zeit verloren, würde ich sagen. Und wie können wir auf Pierre jetzt das DRS auch geben? Nachher noch gleich. Nicht so gut getroffen hier. Gassi sollte es DRS haben wahrscheinlich, oder? Hat das? Ich habe keine Ahnung, ist das ein Glück, ne? Nein, die schon wieder hier. Gut, Gassi hat das DRS auf jeden Fall auf mich. Keine Mann, ich hab's schon wieder selber lassen. Aber trotzdem nicht den Windschatten brechen etwas, damit Gassi nicht so gut nah rankommt, so schnell. Aber wir ziehen ihn jetzt hier gerade mit, das ist nicht schlecht. Frage ist, habe ich die Pace überhaupt für Verstappen? Das sollte ich ja wohl haben, oder? Setze ich mal, hoffe ich mal. Gassi hat immer noch das DRS, das ist gut. Das ist sehr gut. Kann er hier immer schön mit uns drauf mitziehen. Und er wird nicht viel verlieren. Ich komme auf jeden Fall näher an Verstappen. Das kann man nicht von gut sehen. Ah, komm, komm, komm. Und das Gute ist, Gasly bleibt doch schön in unserem DRS-Fenster. Das heißt, er kann auch immer gut mitziehen. Und hier ist er meilenweit weg auf einmal. Was? Bin ich hier wirklich so scheiße? Ja, gut, ich sag's mal. Bin ich hier wirklich so scheiße in diesem Mittelsektor? Nee, im Mittelsektor gar nicht. Ich würde sagen, eher bin ich scheiße in den SS. Weil ja, sonst ist der Mittelsektor, finde ich, eigentlich nicht so schlecht, aber. Na gut, da ist Hummer weg wieder, ne? Mann, Alter, komm näher. Ich muss eigentlich fast was anderes probieren gleich. Mit. Ja, komm, fahr jetzt einfach rein, oder? Ne, Verstappen fährt rein. Dann versuchen wir den Undercut. Overcut. Ja, oh, Gassi wird kommen.
Nein, das können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, dass wir uns duellieren. Nein, das können wir gar nicht gebrauchen jetzt. Oh Pierre, wieso tust du das? Wieso? Oh, aber der hat Verkehr. Der hat Verkehr, perfekt. Verstappen hat per Verkehr. Das ist unsere Chance. Komm, Pierre, bleib einfach dahinter. Dann kannst du noch mit durchschlüpfen am Ende. Komm. Ah, ich mache hier zu viel wieder. Ich weiß nicht, ob Gasly gleich reinkommt. Oder ob ich erstmal reinkommen soll. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich kommt Gasly jetzt rein, oder? Schätze ich mal. War ja vorhin auch so, dass er eine Runde später kam erst. Von nach Verstappen dann. Ich war dann danach. Auch wenn ich jetzt das führende Auto gerade bin. Von uns beiden, aber trotzdem. Aber wie geil. Verstappen hat einfach schön Verkehr. Und ich denke, die sind jetzt nicht so schnell. Hoffe ich mal. Van Nose hat unter Mediens jetzt hier gerade. Das ist auch gerade nicht schlecht. Dass der hier unter Mediens fährt. Und das heißt, der wird dann noch ein bisschen länger fahren, weil der eben Mediens hat. Gasly fährt in die Box, genau wie ich es gedacht habe. Hat das schon gereicht für ihn? Ich glaube leider eher nicht, oder? Wahrscheinlich hat es ihm leider noch nicht gereicht, da vorbeizuschlüpfen gleich, aber mal schauen. Ah, Gasly ist leider dahinter, auch gar nicht mal so wenig natürlich, aber ja, ist halt so. Ne? Aber Gasly würde es rankommen an Verstappen wieder können. Oh Mann, all die Curbs, die Nerven. Vielleicht sogar noch eine Runde lieber. Soll ich noch eine Runde fahren? Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ach komm, wir fahren noch eine Runde jetzt. Fuffer Nose kommt jetzt noch nicht rein. Was ein bisschen ärgerlich dann wäre, dass ich nur eine Runde weiter gemacht habe, aber am Ende klappt das hier noch. Komm, fahren wir noch eine Runde einfach. Kann nur in die Hose gehen, am Ende ist Gasly wieder vorbei natürlich. Diese Runde, jetzt mal gucken. Ja, wo... Oh, soll sogar jetzt das reinkommen, okay. Na gut, wenn die mir das erst jetzt vorschlagen sogar, dann mache ich das einfach mal so. Wenn die mir das schon vorschlagen, mal ganz ehrlich, dann muss das doch die Masterplan-Strategie jetzt sein, noch eine Runde länger zu machen. Aber Gnose hat sogar jetzt schon in die Box. Interessant. Gasly ist aber nachher angekommen wieder an Verstappen, nebenbei mal, dadurch. Also nahe näher rangekommen. Nahe ist noch ein bisschen übertrieben, aber nahe zu. Näher rangekommen, sage ich mal eben noch dazu jetzt. Hat das vielleicht gereicht? Jetzt vorne zu bleiben schon. Ich glaube es aber kaum, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich mal gestehen. Ich glaube es kaum. Das ist gereicht hat, um vorne zu kommen. Oh, der Pöller ein bisschen, ja. Musste halt mal sein. Einmal schauen. Wir haben auf jeden Fall zwei Runden jetzt frischere Mediums auf jeden Fall. Ob was da sowieso gebrauchte sogar jetzt hat von am Anfang. Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt Nickelnagel neue am Anfang. Direkt. Ja, die lassen sich heute Zeit, Mann. Wie viel Zeit die sich heute lassen? Ja, Verstappen kommt durch, Gasly wird auch durchkommen, weil die so einen lahmen Stopp gemacht haben. Das war unser letzter Boxenstopp. Ja, echt. Was für ein lahmer Stopp, ey. Eine Sekunde schneller und ich wäre vor Gasly noch gelandet. Ja, toll. Das habt ihr jetzt zu verdanken. Ja, gut. Dann müssen wir halt mal Gasly vorbei. Da bin ich aber auf die... Misttisch. Dass das funktioniert. Und war immer vollkommen lebensmüde gerade. Boah, der Gasly hat aber jetzt nicht ganz die Pace mehr von Verstappen, seit er das DS nicht mehr hat. Aber mal sehen. Wir haben noch die Chance um den Sieg, auf jeden Fall. Wäre auch gut, den heute noch einzufahren. Da haben wir eigentlich fast schon in den letzten beiden Rennen gar keinen richtigen Druck mehr, aber... Na gut, der Druck wird immer da sein, natürlich. Aber es wäre mir schon lieber...
wenn es heute Sieg werden würde, aber wenn nicht, wäre es ohne so tragisch. Boah, weit raus. Jetzt komm. Oh ja, jetzt sind wir nah dran wieder an Gasly, mehr oder weniger. Boah, aber der zieht schon da vorne weg, ist gerade so. Weil der einen besseren Ausgang bekommen hat, auch was ich. Ich will ein bisschen abbremsen, um Pierre nicht da hinten rein zu krachen, wie unser Teamkollegen. Oh, das war ein sehr guter Ausgang. Das könnte schon reifen, ich werde es diesmal außenrum probieren. Ich werde ihm auch diesen Platz lassen, den nötigen, den er braucht. Perfekt. Und wir sind vorbei an Pierre. Wir können dann wieder das DS mitbehalten, im besten Fall. Was ich sogar fast schon glaube. Und wir kommen jetzt näher, wie jetzt endgültig hoffentlich ran. An Verstappen. Leclerc ist aus dem Rennen. Eieiei. Gibt es sogar nur 60er jetzt oder? Auf feinem Niveau, oder? 40 mal Uhr. Einfach jetzt. Oh ja, wir kommen auf jeden Fall näher, würde ich sagen. Giovinazzi ist Fünfter mit dem Aston Martin. Schnellste Runde, let's go. Let's go, sag ich dazu nur. So eine schnellste Runde, die hilft im Kampf gegen Platz 1 und den Sieg. Oh, 1,6 jetzt, ja gut. 1,7, ja gut, aber trotzdem. Und da ist der Schal irgendwo. Nehmen wir mal an, das war ein Motorschaden. Schätze ich. Ja, stimmt sogar. Oh, was habt ihr jetzt gemacht? Okay, alles klar. Ich bin irgendwie gerade gar nicht aufs Gas gekommen, warum auch immer. Oh, Fehler. So wird das nicht mit Max. Er ist aber heute wieder schnell. Einfach. Aber ich mache wieder so viel Fehler jetzt gerade wieder. Ja. Tiktim ist gerade Vierter mit dem Alpha Tauri. Können die durchfahren? Das heißt sogar ja, oder? Würde ich sagen. Ah, in der Runde kaum näher gekommen, weil ich viel zu viel Fehler gemacht habe, war ich so deutlich langsam meine Bessere bisher. Habe eher sogar nur ein Zehntel verloren jetzt in dieser Runde. Aber hey, das Rennen ist trotzdem noch 10 Runden lang jetzt. Das kann noch was werden. Da kommt jetzt so ein Haas ins Spiel. Wir kennen ja die Haas, wie die Platz machen. Meistens machen die gar nicht Platz. Gar nicht gut Platz. Und hier ist sogar auch... Oder, okay, Giovinazzi hat sich schon erledigt. Der ist in der Box jetzt. Bei Tiktim weiß ich nicht, ob der in die Box kommt jetzt oder nicht. Noch kommt oder nicht. Oh ja, wir sind aber jetzt wirklich mal näher dran auch. Fehler aber hier, weil ich zu gierig war jetzt. Also Gassi kommt auch mit näher. Daher, dass er immer das DS auf mich haben wird und er es auch jetzt hat, hoffentlich. Ja, ich glaube, jetzt hat er sogar gar nicht mehr. Oder? Weiß ich nicht. Wo der Messpunkt auch war, weiß ich halt nicht. Ah, nee, er hat's klar, nee, er hat's diesmal nicht. Aber ist trotzdem nach wie vor ein DS-Fenster hier gerade. Also jetzt kommt ein Hase noch ins Spiel. Auch. Und jetzt sind wir auch dran an Verstappen. Tickt ihm auch in der Box leider. Okay, hat sich das auch mal für ihn erledigt jetzt. Der Haas kann sich so interessant werden. Wie macht er Platz? Wo macht er Platz? Macht er dumm Platz? Das ist wer? Ich wette Nissini, aber es kann auch mal cool sein. Ich weiß es nicht. War fein nicht Nissini, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es hier wirklich gerade cool ist. Weil der viel besser ist als Nissini.
Auch vom Talent her. Oh, wir haben doch das von jetzt. Wer ist es? Oh, nein. Nein. Nesini. Mach Platz, Freundchen. Danke. Ah, für Gassi macht das keinen guten Platz, oder? Ah, für Gassi macht er gar keinen Platz. Auf Nesini, du Abfalleimer. Nesini, aber dafür hat das DS immerhin, sagt Pierre. Das ist auch nicht schlecht, immerhin. Immerhin hat das DS jetzt. Das ist ja auch nicht so schlecht. Los, jetzt lass mal rennen. Eieiei. Der war so gut an diesem Wochenende auch. War jetzt auch gerade, glaube ich, Vierter, ja. Ja, hat Gassi überhaupt das DS abgestaubt? Ja, hat er. Okay, Abitur hat dann nicht wirklich näher an uns kam. Weiß ich gar nicht. Aber gut, ich kam nur näher und ich habe es noch nicht gemerkt. War jetzt viel zu viel Wähler wieder hier. DS haben wir aber leider jetzt noch nicht irgendwie. Keine Ahnung warum. Bot hat auch noch in der Box. Troll ist Vierter. Mit dem Alpin. Kommt der ohne in die Box jetzt oder kann der sogar durchfahren? Das wäre ein geiles Ergebnis für Alpin. Wassel mit Hart ist Fünfter. Grad. Oh, zu Noda. Fährt die schon jetzt so runter. Das darf ja wohl eine Wahr sein. Der traut sich ja was. Komm, komm, komm. Vielleicht hätte ich das DS nochmal ab auf Verstappen. Dann kann ich um die nächste Runde vielleicht fahren. Ne? Also da steht der Nose, okay. Da stand der Nose. Da stand der Nose, soll ich besser mal sagen jetzt hier. Oh, ich hab das DS auf jeden Fall abgestaubt jetzt. Das hilft für die mögliche nächste Runde, die ich noch fahren könnte vielleicht. Auch für eine Windfahrt noch mitnehmen von Max. Schön ransaugen da. Oh, dann zu weit rausfahren. Das war nicht gut. Das schadet der letzten Runde. Oder schadet es das? Nicht unbedingt. Ich bin ja trotzdem nachgekommen auch hier. Und hab nochmals DS eben. Oh, viel zu spät auf der Bremse eigentlich. Aber jetzt sind wir dran an Verstappen. Aber es sind nur noch 7 Runden jetzt, aber na, mal sehen. Gasly ist weiter weg zurückgefallen natürlich, weil wir es DS hatten und er nicht mehr. Daher kann er es nicht mehr so richtig mitziehen. Vielleicht hat er ja Glück, wenn wir uns duellieren noch ein bisschen und Verstappen sich vielleicht gut wert, dass wir noch was werden könnte. Auch. Vielleicht. Mal schauen. Je nachdem. Wie sich Verstappen wert oder wie wir vorbeikommen. Kann da für Piano die Runde eine Chance bestehen um den Sieg? Podium sollte ihm nicht mehr zu nehmen sein, wenn er nicht nur ausschaltet. Was ich noch nicht hoffe. Okay, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. Das weiß ich schon, Jeff. Das weiß ich nur zu gut. Das kannst du mir glauben. Ja, ist sehr gut gemacht. Oh ja. Das war auch sehr gut gemacht. Das könnte den ersten Angriff geben. Und ich werde es nicht machen, lieber. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Es ist kein Muss, da vorbeizukommen. Noch ist es kein Muss. In der letzten Runde hätte ich vielleicht gewagt. Aber jetzt ist es noch kein Muss. Auch wenn ich jetzt die nächste Runde haben will. Was mache ich denn hier, Mann, für einen Scheißdreck? Da sieht man einfach, dass es zu gierig ist. Ich bin zu gierig. Genau das ist es. Ja, ich bin zu gierig, Mann, ich hasse die SS. Die haben mir jetzt die Möglichkeit gleich auf der Geradenfeile vermasselt. Oder vielleicht auch die mögliche nächste Runde, die ich hätte haben können jetzt. Wieder gelb. Nein, das ist Gasly, das darf man. Aber das sieht, das ist, glaube ich, um ehrlich zu sein, ist das ein Fahrfehler. Ich weiß es nicht, aber es sah komisch aus. Ich meine, der war auf einmal. Ja, das ist ein Fahrfehler. Oh, wow, hat er Glück. Der hat aber Glück, ja, der hat so ein Glück, der Pierre. Der Troll ist meilenweit weg. Der wird da 100%ig wieder fahren können. Aber wie viel Glück hat er denn gehabt da, bitte schön?
Alter, es war ja ein paar Fahrer an der Wand. Das hätte doch richtig schlimm enden können, wenn man sich das mal ansieht. Alter, war das gut. Zu knapp war es dann ohne, aber trotzdem. Da gehört auch viel Glück wieder dazu, natürlich. Aber er wird Glück haben, dass er jetzt da auf fein ist, wenn er jetzt nicht abwartet. Ja, er fährt schon wieder. Und da ist immer noch Meilen, weil also der hat so ein Glück dabei gehabt, dass er nicht mal einen Platz verloren hat. Da ist immer noch Dritter. Da kann sowas immer passieren, so ein Fahrfehler. Außerdem ist er ja bisher immer fehlerfrei gewesen, daher kann man ihm gar nicht böse sein jetzt. Komm mal, das hat mir jetzt wirklich nicht. Da fühlt das ganze Rennen eigentlich schon an. Bis auf die, wo er halt in der Box war dann. Aber von denen dann bereinigt, war hat er bisher die ganze Zeit geführt. Hätte immer Lust, die Führung zu übernehmen. Ah, ihr wollt. Ihr könnt, wollt mich doch jetzt wirklich verkackeiern, oder? Ihr wollt mich doch jetzt wirklich verarschen. Hätte das nicht noch bis warten können, bis ich vorbei bin, wenn ich da wie immer vorbeigekommen wäre. Ah. Ey, ihr wollt mich da echt gerade komplett verkacken. Ich dürfte nicht vorbeikommen, eine ganz große Klasse. Das könnte das verdammte Sieg bescheren. Weil ich halt keine Chance haben, da so gut vorbeizukommen. Weil so gut ist das Auto mit dem Top-Speed dann doch nicht. Ich hätte so eine gute Chance gehabt. Ich bin so nah dran hier gerade. Aber ich kann die Chance nicht nutzen. Oh, bitte, bitte kommt das wieder bis zur letzten Runde, mindestens. Dass ich in der letzten Runde wenigstens was versuchen kann. Oder kann ich jetzt sogar doch hier irgendwas machen? Nee, hier noch nicht. Ich kann mich hier zumindest wieder in Position bringen, jetzt gleich für die zweite DS gerade, ja. Kann ich auch, aber der Top-Speed wird es nicht ausreichen, weil ich kein DS habe. Und die ist ja nun mal deutlich kürzer noch. Ach, das darf so eine Wahl sein. Das könnte verdammt auf gut Deutsch den Arsch retten. Eieiei. War ich viel zu froh, zu viel eigentlich. Hab okay ein DS. Ja. Ganz große Klasse, was das angeht, noch. Ich bin jetzt so nah dran eigentlich immer. Ja, gut, ist ein bisschen weiter weg als vorhin, aber trotzdem. Mit DS könnte das locker viel was werden, aber. Drei Runden, also ob das wirklich nur in drei Runden wiederkommt, dass der ist, das mag ich zu bezweifeln, muss ich sagen. Ich bin ja schneller als er. Auch ohne DS kann ich ja mithalten und hier wieder rankommen. Aber das DS fehlt halt, um jetzt überholen zu können. Weil ich dadurch nicht den Überschuss habe, den ich benötigen würde, um da noch wieder ranzukommen, ja. Weil der Top-Tier Red Bull ist halt so gut wie meiner, ohne DS. Oder beide mit DS. Aber wenn. Ja, darum muss man einfach das eine mehr haben, um es überholen zu können. Das kann man vergessen. Aber bitte kommt das DS mal wieder. Bitte mindestens in der letzten Runde. Wenn ich noch einmal was versuchen kann, ist voll auf Abwägen, weil ich wieder zu gierig war. Oder auch ein bisschen Wut im Bauch jetzt. Als scheiß DS nicht geht. Und komm, geh wieder. Das Getriebe ist auch schon mittlerweile gelb eingeblendet, aber für zwei Runden sollte das noch gehen, denke ich. Haben wir noch einen Haas? Ob die wirklich noch fixen können, jetzt in einer Runde, damit ich dann hier gleich habe, weiß ich nicht. Aber jetzt kommt der Haas wirklich zugute und hält ihn verdammt schön auf, vielleicht. Ohne dass er mich hoffentlich aufhält dann. Weil sie hier gut rauskommen. Oh nee, es bringt eigentlich nichts, oder? Obwohl. Oh doch, oh doch, oh doch, oh doch. Wir sind nah dran. Ja, jetzt wage ich. Jetzt versuche ich. Jetzt versuche ich. Und wir sind vorbei! Ohne DS! Jetzt habe ich es riskiert. Jetzt habe ich es riskiert. Es musste sein. Zu 100 Gramm war ich hier noch nie an dieser Stelle. Ohne DS auch noch. Zu 100 Gramm war ich hier noch nie.
Und da haben wir so viel riskiert und die einfach so ein Überraschungsangriff. Der musste sein jetzt. Also ich konnte jetzt einfach nicht das Rennen beenden, ohne es zumindest einmal versucht zu haben. Da passt du gut auf. Oh ja, das ist jetzt gut. Das war der entscheidende Move, der jetzt vielleicht klappen kann. Aber ich traue Verstappen einfach nur zu, dass er trotzdem noch mithält. Die Runde, oder? Oder macht er vielleicht sogar der Haas nicht mal richtig Platz? Nein, der Haas macht Verstappen nicht Platz. Der Haas, Guan Yu Shu ist das. Der ist immer noch zwischen mich. Ja, das könnte auch Entscheidung sein. Der hält ihn ruhig auf. Danke, Guan Yu. Danke. Das war auch das entscheidende Grad, dass Schuh Verstappen nicht Platz gemacht hat. Er ist ja noch im Defensive Grad, aber er wird trotzdem weit weg sein. Das wird ihn nicht reichen, um da vorbeizukommen dann noch. Das Getriebe ist ziemlich abgehängt. War gut. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Er war, glaube ich, gerade gar nicht im Defensive. Ja gut, letzte Runde und das Getriebe ist abgenutzt. Das kann mir jetzt eh egal sein, weil das Rennen jetzt eh gleich vorbei ist. Das kam mir mit zu perfekten Zeit. Und Giovinazzi nebenbei ist trotzdem schon wieder auf der 5 jetzt gerade. Und das, obwohl er nochmal stoppen muss sogar. Nebenbei Gassi tut mir natürlich leid, aber man muss sagen, er hat trotzdem ein gutes Rennen gemacht. Er wird Dritter, trotz Fahrfehler. Das zeigt einfach, wie gut er war. Und da kann er sich auch mal sowas auch leisten. Das passiert jedem Mal. Und er hat noch nie, seit er bei uns ist, glaube ich, noch nie einen Fahrfehler gemacht. Muss man ganz klar so sagen. Aber gut, wir machen wieder einen richtigen großen Schritt in Richtung WM-Traum. Können wir noch Mazepin wenigstens überrunden? Das wäre so noch ein Ziel, was ich mir jetzt setzen würde für die letzten paar Meter, bevor jetzt die Ziellinie kommt. Komm, 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 Mazepin überrunden. Komm, komm. Da muss er eigentlich noch Platz machen gleich, oder? Mach doch noch Platz, bitte. Auf den letzten Metern. Komm, Mazepin, lass mich mal vorbei, bitte. Nein, er lässt mich nicht mehr vorbei. Auf Haar, da habe ich nicht mehr gekriegt. War dann doch ein bisschen zu langsam gerade. Aber gut. Das ist der Sieg. Und richtig großer Weg in dritter WM-Titel müsste das sein, oder? Absolut, ja. Spitze. Wirklich toll. Das hast du echt gut gemacht. Es war ein spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Stefan, sag mir, was denkst du, hat den heutigen Sieg möglich gemacht? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Glückspilz vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gemacht hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Die Konstrukteursmeisterschaft mag an diesem Punkt eine ausgemachte Sache sein, aber schauen wir uns dennoch die Tabelle an. Mit diesem Resultat kann das neueste Team dieses Sports in der Tabelle nicht mehr eingeholt werden. Was für ein unglaubliches Abenteuer war das für diese Mannschaft. Noch vor kurzem hat niemand mit ihnen gerechnet und jetzt sind sie Formel 1 Weltmeister. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und ein Titel ist sogar schon entschieden jetzt. Der Konstrukteurstitel. Da hat das auch Red Bull, also vor allem Ricciardo, ein bisschen so rumgeschwächelt hat. Gut, in Monza war er gut, da war er Verstappen geschlagen. Aber halt hier wieder rumgeschwächelt.
hat einen Totalschaden das Auto abgeliefert im Qualifying, dadurch ganz weit hinten und ja gut, hat Schadensbegrenzung von 21 auf 9 getrieben, aber trotzdem, ist halt, das war halt durch das schlechte Qualifying geschuldet auch. Hätte es gar nicht sein müssen. Giovinazzi aber starker 5. Stroll starker 4. Tickdem holt starke 8 Punkte für Alpha Tauri. Auch Tsunoda holt sogar 5 Punkte, weil er die schnellste Runde tatsächlich hatte. Auch nicht schlecht. Die Mercedes nur einen Punkt zusammen und Hamilton am Ende auch wieder ohne Punkte jetzt. Ah, die sind echt, ja, mal sehen. Ja, 2 ausgeschieden, Leclerc und Norris. Und haben wir noch irgendwas im 20. Nee, fangen wir uns die Tabelle noch an. 36 Punkte, ist schon ein guter Vorsprung. Verstappen muss Punkte gut machen. Er muss mindestens, würde sagen, mindestens 11 Punkte gut machen. Ich weiß nicht, ob 10 schon reichen würden. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube, es hat aber mehr Sieger als er. Also ich glaube, dann würde sogar 36 Punkte nur Rückstand auf ihn den Titel für mich bedeuten. Aber 11 Punkte, wenn er 11 Punkte nur gut macht in dem Rennen, was sein könnte, weil ich muss auf jeden Fall Güterstrafen nehmen in Brasilien, nämlich 5 Plätze wegen Getriebe. Weil er jetzt schon abgenutzt, hat er ja gesagt in der letzten Runde. Und sowieso ist Brasilien eine Strecke, die sogar ein bisschen schwierig für mich war meistens. Habe zwar letzte Saison gewonnen und überletzte Saison auch. Und da hat Gasly gewonnen vor mich. Aber ein Qualifier vor allem bin ich eh immer nicht so stark in Brasilien. Und dann kommen noch 5 Plätze dazu. Wird das Rennen nicht leicht machen, das sage ich jetzt mal. Aber mal sehen. Aber jetzt von mir, es kann sogar mal bis zum letzten Rennen spannend bleiben. Habe ich nichts dagegen. Auch wenn ich schon gerne trotzdem gerne von den Brasilien dann den Titel haben wollen würde. Aber meinetwegen eben kann zuerst in Saudi-Arabien warten. Eine WM-Entscheidung in Saudi-Arabien wäre eh geil. So, wir sind mit 97 Punkten locker safe. Wie gesagt, 88 Punkte könnte man holen. Wir sind 97 vorne. Weil Gasly einfach auch so stark war, hat es über 100 Punkte auch. Es war deutlich hinter uns trotzdem, aber wie gesagt, Motorschaden in Frankreich, ein Sieg in Österreich verloren, weil er Gewichtsstrafen hinnehmen musste, was war noch, ja, irgendwo war immer noch Pech, also der wäre deutlich näher dran, sagen wir mal so, aber gehört dazu, Verstappen ist auf jeden Fall noch ganz okay dran, ja gut, ganz okay, sag ich mal, und ja, Giovinazzi ist starker 10. im Aston Martin mit 20 Punkten, obwohl 20 Punkte sind gar nicht mal so gut, aber halt trotzdem eine gute Platzierung, sag ich mal. Aber Ricardo eben hat nur 46 Punkte. Muss man sagen. Wer Verstappen 144 hat, sind schon mal fast 100 Punkte mehr. Aber gut. Über eine Stunde. Alter, Mexiko ist aber immer echt ein langes Rennen. Liegt aber daran wegen der 60er Phase natürlich. Was haben wir hier? Ja, alles geschafft. Geld kommen wir dann an jetzt. Aber gut, bevor es noch jetzt viel länger wird, das Video war es das. Verabschiede ich mich schon mal. Wir haben deutlich dieses mehr Einnahmen als Betriebskosten. Ja, Chef. Wir sollten mal schauen, wo es Gelegenheiten gibt, diese Gewinnspanne gut anzulegen. Wir haben gar nicht mehr zu tun. Weil wir haben überhaupt nicht von hier die gemacht. Ach, das stimmt, haben wir ja schon gemacht. Eben vor dem Qualifying ja noch. Gut. Wie ist das Getriebe aus? Ja, 70%, da kann man nicht nochmal unbedingt ein Rennen fahren. Will ich zumindest nicht drauf ankommen lassen. Da ist der Pokal rechts, Fahrertitel ist noch offen natürlich. Okay, das war's dann mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Brasilien beim vorletzten Rennen der Saison. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.